Hi Leute, heute geht's um einen meiner schlimmsten Tage im Leben in Hamburg. Und zwar, ich wollte heute mal eine kleine persönliche Geschichte erzählen. Als ich mit meinen Eltern, ich denke, ich war so um die 12, nagel mich nicht drauf fest, so grob. Ich blende mal ein Bild ein, wenn ich noch eins finde dazu. Ach, und noch kurz vorneweg, für jeden, der es noch nicht mitbekommen hat, der Mitgliederbereich hat jetzt den Monat neu aufgemacht und du kannst jetzt 30 Tage für 1 Euro einmalig testen im ersten Monat. Ja, Link ist unten drunter, wenn du das noch nicht mitbekommen hast, da sind alle Infos, einfach auf den Link klicken. Und jetzt aber zur Geschichte. Wie gesagt, ich glaube, ich war so um die 12. Und ich war mit meinen Eltern und meinem Bruder damals in der Lüneburger Heide vorher. Und dann sind wir mit dem Auto einen Tag nach Hamburg gefahren. Und ich weiß noch, dass am Vortag irgendeine Sache war. Mir fällt die Sache nicht mal mehr ein. Das zeigt eigentlich noch deutlicher, wie irrelevant die Sache eigentlich war. Aber ich weiß noch, dass irgendwas haben meine Eltern oder meine Mutter gemacht gehabt, das mir nicht in den Kragen gepasst hat. Oder ich wollte eigentlich woanders hin oder irgendwas. Völlig egal, darum geht es auch nicht. Aber es war eben eine Sache, die hat mir nicht in den Kram gepasst. Und dann sind wir nach Hamburg gefahren. Irgendwann morgens, glaube ich. Und haben uns die Stadt angeschaut. Und ich weiß noch, dass ich mir, weil ich eben da nicht hin wollte, ich weiß noch, wie ich mir einfach innerlich festgesetzt habe. Jetzt bin ich sauer. Jetzt bin ich wütend und ich habe da jetzt keine Lust drauf. Ich habe gesagt, ich möchte es anders. Und ich habe mich dazu entschieden, sauer zu sein, den ganzen Tag. Komplett den ganzen Tag. Und ich war den ganzen Tag sauer. Und ich weiß nicht, viele, die mich ein bisschen besser kennen, die wissen vielleicht, wie penetrant ich sein kann. Und ich habe meinen Eltern schon vorher gesagt, nee, ich habe dann keine Lust drauf und ich werde den ganzen Tag schlecht drauf sein und ich werde nichts genießen. Und das habe ich auch gemacht. Ich war den ganzen Tag schlecht drauf. Wirklich. Und es kostet Energie, den ganzen Tag schlecht drauf zu sein. Das ist wirklich anstrengend. Man muss da, wenn du wirklich voll dich da rein versetzt und schlecht drauf bist, dieser Tag war bestimmt nicht schön für meine Eltern. Also hier nochmal Entschuldigung dafür. Aber ja, vielleicht kennst du das. Wenn du irgendwie dann sauer sein willst, kommst dann so in Rage, dann merkst du, wie viel Energie dich das eigentlich kostet, wie anstrengend es ist. Und ich habe mir das aber vorgenommen. Das hat mir so nicht im Kram gepasst, da als Kind. Und dann habe ich das dementsprechend gemacht. Und ich war wirklich den kompletten Tag da sauer. Wir sind Hamburger Hafen überall rum. Und haben da mit so einem Doppeldecker so eine Tour gemacht und waren oben auf dem Dach gehockt. Und ich glaube, davon gibt es auch noch ein Bild, weil ich da drin gehockt war, einfach nur stinkstiefelig, so, habe mir nichts angeschaut. Einfach nur sauer. Kein schöner Tag gewesen. Eigentlich tolles Wetter gewesen, aber für mich war es einer der schlimmsten Tage, weil ich mich selber in diese Stimmung gebracht habe. Und damals hat es bei mir noch nicht so Klick gemacht, aber ich habe so unterbewusst damals schon gecheckt. Und vor allem jetzt im Nachhinein kam eben noch mehr diese Erkenntnis, noch deutlicher, wie bewusst ich mich dazu entschieden habe, ey, jetzt bin ich sauer. Und das ist es, wenn dir das klar wird, hey, ich setze die Stimmung, ich kann sagen, wie ich über was denke. Und das wurde mir da klar. Dann, vor allem jetzt eben im Nachhinein später. Ich bestimme, wenn ich sauer sein möchte. Und wie gesagt, ich habe ja schon vergessen wieder, um was es da überhaupt ging. Ich habe keine Ahnung mehr. Mir hat halt was nicht in den Kram gepasst und ich habe beschlossen, jetzt heute den Tag bin ich sauer auf meine Eltern. So, und ich werde diesen Tag nicht genießen. Und so war es auch. Und ich war den ganzen Tag schlecht drauf. Du kannst aber auch das Gegenteil machen. Du kannst in jeder Situation dich so entscheiden, hey, ich bin gut drauf, egal was kommt. Ich sehe alles als Chance.
Auch wenn da jemand Steine in den Weg räumt, dann baue ich eine schöne Burg draus, ich mache mir einen Spaß draus, ich hüpfe drüber und so weiter. Du kannst das Leben immer sehen, wie du möchtest. Du kannst alles als Chance und Möglichkeit sehen oder als Hindernis. Und du entscheidest selbst, wie du drauf bist. Egal, was du machst, du kannst nach Hamburg gehen, da einen wunderschönen Tag, einen sonnigen, schönen Tag verbringen, dir eine schöne Stadt anschauen. Ich habe dann gar nicht so viel mitbekommen von Hamburg, weil ich so schlecht drauf war. Aber du kannst dich vorher entscheiden dazu. Du kannst dich entscheiden, wie du drauf bist. Egal, was für Dinge kommen, ob deine Frau dich verlässt, ob irgendjemand dir kündigt, dein Arbeitgeber oder was auch immer. Du kannst als Chance sehen, wenn dein Job gekündigt ist und kannst dir sagen, hey, oh, wunderbar. Hey, das ist vielleicht eine Möglichkeit für mich, vielleicht will mir das Leben was sagen, vielleicht ist das gar nicht das Richtige für mich, vielleicht gibt es da noch viel bessere Jobs, vielleicht wird es mal Zeit für einen Tapetenwechsel, vielleicht wird es mal Zeit für was Neues. War das vielleicht eine Situation, die vielleicht gar nicht so passend für mich war? Du kannst immer eine Chance in allem sehen. Und du kannst immer das Beste draus machen. Du entscheidest dich, wie du drauf bist. Das andere sind nur äußere Umgebungen. So, früher gab es Sklaverei. Heutzutage bestimmen die Leute nicht mehr so viel im Äußeren über deine Dinge. Aber früher, wo es Sklaverei gab und körperlich du irgendwie eingeschränkt warst, dann hast du auch körperlichen Schmerz empfunden. Da ist es viel schwieriger, noch in eine gute Stimmung zu kommen. Aber es ist auch möglich. So, Leute machen die irrsinnigsten Sachen, wo sie ihrem Körper dabei schaden, wo sie zum Beispiel mit Verletzungen einen Marathon laufen und den noch zu Ende laufen, schaden ihrem Körper dabei. Aber weil sie sich das so gesetzt haben, ist es von der Psyche her machbar, auch wenn dabei körperlicher Schmerz vielleicht sogar entsteht. Ist man dann trotzdem glücklich, wenn man durchs Ziel rennt. Und genauso ist es mit solchen Dingen. Du kannst dich immer dazu entscheiden. Und das, was früher Sklaverei war, stell dir vor, irgendeine Bedingung im Äußeren, es wird ein Job gekündigt und du fühlst dich innerlich schlecht. Dein inneres Klima ist zu 100% von dir bestimmt. Die äußeren Bedingungen, da spielen andere mit rein. Hier gibt es viele Menschen, viele Wesen, viele Sachen auf diesem Planeten, die Einfluss auf deine äußere Umgebung haben. Aber auf dein inneres Wohlbefinden hast nur du allein Auswirkungen. Und du bestimmst 100%, zu wirklich 100% bestimmst du, wie du dich fühlst. Und das ist eigentliche Sklaverei heutzutage. Da ist jemand anderes, der kündigt den Job, der droht dir mit irgendwelchen Sachen und du fühlst dich schlecht deswegen. Du brauchst dich nicht schlecht zu fühlen deswegen. Du kannst es immer als Chance sehen, du kannst immer das Beste draus machen. Das reicht, wenn dann die äußeren Bedingungen für dich nicht passen. Okay, sind vielleicht nicht so schön. Ist egal, du brauchst dich deswegen nicht schlecht fühlen. Dein inneres Klima ist zu 100% von dir bestimmt und du kannst dahin kommen, dass du 100% wieder jeden Moment genießt in deinem Leben. Natürlich ist das ein schrittweiser Prozess und man kommt da vielleicht nicht von einem auf den nächsten Tag dahin, aber es wird mit jedem Tag besser und mit jedem Tag spürst du das Glück immer mehr und da ist gar keine Grenzen gesetzt. Es wird einfach immer mehr mit jedem Tag. Es wird immer erfüllter, es wird immer schöner und das wünsche ich dir. Also ich habe damals auf jeden Fall mitgenommen, vor allem auch jetzt im Nachhinein, diese Erkenntnis. Und eine Erkenntnis ist immer was anderes, als wenn man irgendwas logisch einfach nur mit Verstand nachvollzieht. Eine Erkenntnis ist dann wirklich, wenn es in die Praxis geht, wenn dein Körper, dein ganzes System das gecheckt hat. Und darum geht es, das zur Erkenntnis zu machen, dass du das jeden Moment bestimmst. Auch in einem Moment, wo es mal kritisch ist, dieses Bewusstsein zu erlangen, dass du dir bewusst bist und sagst, hey, ich kann mich selber dazu entscheiden, auch wenn ich jetzt gerade im Äußeren alles so schlecht ausschauen mag und gerade ein Tief ist, mein Job gekündigt würde, dies oder jenes ist, kannst du trotzdem jeden Moment sagen, hey, mir geht's gut, so. Das kratzt nicht deinen existenziellen Kern. Das kratzt dich da überhaupt nicht. Dein inneres Klima, 100% von dir bestimmt. Äußere Umstände,
kannst du auch sehr weit bestimmen, sehr viel machen, sehr viel wirken. Aber das ist unterschiedlich. Jeder hat andere Mittel und Möglichkeiten. Und ich wünsche dir auf jeden Fall sehr, dass du das entdeckst bei dir selbst, diese Möglichkeit, dich erstmal innerlich zu 100% in den glücklichen Zustand zu bringen, egal was du machst, egal was du machst, dass du mit einem Lächeln da sitzen kannst. Und das ist wirklich eine wunderschöne Möglichkeit. Ich hoffe, das setzt so ein bisschen um. Gibt dafür so viele Möglichkeiten. Du kannst Atemtechniken machen, um dieses Bewusstsein langsam wieder zu entwickeln. Dieses Glück immer mehr zu produzieren. Ich habe einen Happy Life Kurs dazu gemacht, einen 30-Tage-Kurs. Der ist auch unten drunter in der Infobox verlinkt. Das ist auch eine Möglichkeit. Da geht es eben auch um solche Methoden und Techniken. Oder jetzt eben im neuen Mitgliederbereich, wenn du das dauerhaft wirklich umsetzen möchtest. Dort kannst du auch deine Fragen dazu loswerden, dass du da noch mehr Techniken an der Hand hast. Und eine artgerechte Lebensweise spielt da natürlich auch mit rein, um den Körper da wieder in den gesunden Zustand zu bekommen. Dadurch, ja, kommst du allein körperlich schon in den energetischen Zustand und erfährst immer mehr Glück. Ja, und das wünsche ich dir, wieder zu diesem dauerhaften Glück zu kommen. Und Gesundheit. Und dass dir das klar wird, dass du das immer mehr zu einer Erkenntnis machen kannst. Jetzt hast du es vielleicht einmal logisch nachvollzogen, aber immer diese Bewusstheit immer mehr aufbauen, eben durch Atemtechniken, durch Meditation. Diese Bewusstheit, Klarheit immer mehr erlangen, eine Stabilität da reinbekommen, dadurch auf Dauer. Ja, das wünsche ich dir. Und ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, dann natürlich Daumen nach oben, Kanal abonnieren. Kommentier unten drunter, wenn du noch Tipps dazu hast. Vielleicht hast du ja auch eine Geschichte, die dir passiert ist, wo dir so eine Erkenntnis kam, wo du dich die verinnerlicht hast. Aber das war auf jeden Fall meine Hamburg-Geschichte, warum das einer der schlimmsten Tage meines Lebens war, weil ich mich dazu entschieden habe, selber. Darum geht's. Erkenn, dass du selber entscheidest. Dein innerer Zustand 100%. Du, ich, mein innerer Zustand bin ich 100% verantwortlich. Bewusst oder unbewusst. Und es gilt, den immer bewusster dahin zu bringen. Und dann entscheide dich für was auch immer. Du kannst dich auch dazu entscheiden, schlecht drauf zu sein, bewusst. Aber ich glaube, die meisten würden einen glücklichen Zustand wählen, wenn sie sich dafür entscheiden können. Und so mache ich das auch eigentlich jetzt heutzutage. Größtenteils. Vielleicht gibt es noch manchmal Situationen, wo noch ein kleiner Klick kommen muss. Aber ansonsten größtenteils gelingt es mir ganz gut. Ja, aber das war's, wie gesagt. Ansonsten, also Video teilen, liken. Wenn dir das irgendwie weitergeholfen hat, ich sage es viel zu selten, teile das Video unbedingt. Wenn es dir weitergeholfen hat, wenn es für dich was verändert hat im Leben, dann teile die Videos von mir, teile den YouTube-Kanal, erzähl es deinen Freunden, trag das einfach in die Welt hinaus. Wäre ich dir super dankbar und dann kann jeder Teil daran haben. Ansonsten, mach's gut und dir noch einen schönen Tag. Ciao!